Mats Hummels und Renato Sanchez bei den Bayern, Mario Götze und André Schürrle bei Borussia Dortmund. Die beiden deutschen Top-Teams haben sich mit Top-Stars für die neue Spielzeit verstärkt. Beim Rekordmeister setzt man zudem auf Erfahrung. Und was für eine! Carlo Ancelotti, nicht weniger populär als sein prominenter Vorgänger Pep Guardiola, gewann als Trainer bereits dreimal die Champions League. Mit seiner Ruhe wirkt der Italiener wie ein Antipol zum hektischen, arbeitswütigen Spanier. Sehr entspannter Umgang, also es ist alles, man merkt, dass er nicht zum ersten Mal mit einer großen Mannschaft arbeitet, sondern dass er da schon ein paar hinter sich hat, dass er einfach weiß, wie man die Leute anpacken muss. Tief im Westen hingegen setzt man auf Jugend. Neben den beiden Produzenten des Weltmeistertores sollen junge Wilde wie Ousmane Dembélé, Emre Mor und Rafael Guerrero dafür sorgen, dass Dirigent Thomas Tuchel den BVB in Schlagdistanz zum scheinbar übermächtigen FCB hält. Der Weg, den wir einschlagen, ist sehr jung. Aktuell. Er ist auch mit vielen jungen, vielen ausländischen Spielern. Es ist ein riskanter Weg, aber Risiko wird auch belohnt. Doch auch hinter dem deutschen Spitzenduo rüstet die Konkurrenz auf. Breel Embolo für 27 Millionen Euro zu Schalke 04. Bayer Leverkusen schlägt für 20 Millionen bei Kevin Volland zu. Und Borussia Mönchengladbach holt Christoph Kramer für 15 Millionen Euro zurück von der Werkself. Allesamt Rekordtransfers. Die Europapokalteilnehmer wollen den Anschluss nach ganz oben nicht verlieren. Der VfL Wolfsburg verpasste das europäische Geschäft hingegen. Doch auch die Niedersachsen wollen in dieser Saison wieder angreifen und haben deshalb auf den Transfermarkt zugeschlagen. Die Wölfe holten Nationalstürmer Mario Gomez zurück in die Bundesliga und der Torjäger will mit seinem neuen Club sofort in die Ligaspitze. Ich glaube, Bayern Dortmund ist eine andere Liga. Das wissen wir alle, aber ich glaube, dass danach viele Mannschaften gibt, die auf einem Level sind und ich zähle uns da jetzt auch mit dazu. Es wird also wieder spannend in Deutschlands höchster Spielklasse. Welche Transfers schlagen ein? Welche Star-Einkäufe werden zu Flops? Und welches Team kann die Bayern angreifen? Am Freitag fällt der Startschuss für die 54. Bundesliga-Saison.